Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute fahren wir ins Legoland. Ich freue mich schon riesig und wir fahren schon gleich los. Und ich nehme euch natürlich über den Tag mit. Ups, da war eine Biene gerade. Also Leute, wir sind jetzt angekommen und es ist extrem sonnig gerade. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Eingang. Genau. Der Eingang ist richtig schön gemacht. Also ich finde, das sieht richtig cool aus. Leute, wir haben jetzt circa gerade 10 Uhr oder so. Ja, also 4 Minuten nach 10 und es sind schon richtig viele Leute hier. Also Leute, wir haben uns jetzt einen Parkplan geholt. Und jetzt gucken wir mal, wo wir als allererstes hingehen. Also erst gehen wir hier drauf, das ist die Technoschleuder. Genau, das heißt das große Lego-Rennen. Also Leute, wir sind jetzt wieder zurück und es war auf jeden Fall richtig cool. Ja, hier ist die Bahn nochmal hinter uns und es war auf jeden Fall sehr schön. Der Park ist wirklich richtig schön gemacht mit diesen Instrumenten hier und ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Jetzt gehen wir mal zur Ninjago World. Also das ist richtig, richtig schön gemacht hier. Das ist jetzt hier zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was heißt, aber es sind so Piratenschiffe, glaube ich. Genau. Und ich finde das richtig, richtig schön gemacht. Auch diese Palmen hier vorne. Ich habe mir gerade ein Eis geholt. Calippo Lime, ich habe es noch nie gesehen, dass es Lime gibt. Also ich habe immer nur Cola gesehen, aber Lime noch nie. Also Leute, wir gehen jetzt auf diese Bahn hier, ich weiß nicht, wie sie heißt. Gucken wir gleich, wir blenden es euch ein, wie sie heißt. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Luisa zieht alles aus, weil da soll man Brille alles ausziehen. Auch Kette? Kette alles, ja, ist besser. Die ist auf jeden Fall cool, ich filme gleich mit. Also Leute, die Bahn war auf jeden Fall die war auf jeden Fall sehr schnell und ich glaube, wir waren 3 oder 2 Mal über Kopf und ja, also auf jeden Fall sehr aufregend. Es gibt ja auch einen richtig schönen Spielplatz für kleine Kinder, so einen Duplo-Style, das heißt Duplo Village, also Duplo Dorf,
mit auf so einem kleinen Schildchen. Und das ist ein Haus, eine Rutsche. Da ist auch was mit Wasser hinten. Alles sehr, sehr schön gemacht. Das ist voll cool, ne? Ja, wir auch gefahren. Können wir gleich mitfahren. Also wir gehen jetzt ins Miniaturenland und es ist richtig, richtig cool. Ich zeige euch das jetzt mal. Also das ist jetzt zum Beispiel das erste hier und da fährt auch so eine Kutsche. Ja, da sieht man sie ein bisschen. Genau, da ist auch nochmal was. Genau, das ist Schloss Neuschwanstein. Das ist zum Beispiel jetzt der Eiffelturm, das ist Macab Clock Royal Tower und dann noch so andere Gebäude, so Wolkenkratzer und so. Ich finde das sehr, sehr cool. Cool, Leute, hier ist auch Venedig, da gucken wir jetzt mal vorbei. Ja, der Ulf hat sich jetzt auch so eine Tüte geholt und sucht jetzt die Einzelteile raus, die er noch nicht hat oder wovon er nicht so viel zu Hause hat. Also ist richtig gut gemacht, ne? An heißen Tagen auf jeden Fall die perfekte Abkühlung. Ja. Und wie ihr seht, sind wir ganz. Ich gebe euch jetzt kurz mal auch ein Review zu den anderen Achterbahnen. Also wir waren ja bei dem Lego-Rennen, da hatte ich ja schon gesagt. Dann waren wir bei dieser, wo man auch sich so über Kopf gedreht hat. Das war so eine Türkise. Die war auch richtig, richtig cool. Dann war ich auch bei diesem Ninjago-Fly-Dings-Booster. Das war auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich noch war, aber ich fand alle Bahnen, die ich gefahren bin, heute sehr, sehr cool. Wir haben es leider zu spät gesehen, aber ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr das erste Mal hier hin wollt. Also, es gibt hier die, also hier sind öfters mal diese Freestyle Coca-Cola, heißt das, glaube ich. Refresh and Refill. Genau, das sind so Stände. Und holt euch da so einen Becher, der kostet nur 20 Euro. 19,90 Euro, glaube ich. Genau, 19,90 Euro.
Und ihr könnt so oft auffüllen, wie ihr wollt. Also wirklich unbegrenzt. Da gibt es Sprite, Cola, alles, also alle. Eistee, Wasser und so. Alle Getränke. Da könnt ihr den Becher so oft auffüllen, genau wie ihr wollt. Das ist richtig cool. Ja. Das haben wir nur leider jetzt erst gesehen. Ja, wir haben öfters den Stand gesehen, aber wir haben uns den nicht so richtig angeguckt. Sozusagen. Ja. Also ich habe auch die ganze Zeit Leute gesehen mit diesem Becher, aber ich dachte so, vielleicht haben die den irgendwie bei den gekauft. Auch noch dieses VIP. Vielleicht haben die den beim VIP bekommen oder so. Naja, kleiner Tipp, Leute, wir haben es leider zu spät gesehen. Aber man kann hier, also es gibt so Refresh and Refill heißt das. Das sind so Art Stände. Und da kann man für 90,90 Euro einen Becher kaufen. Und man kann diesen Becher so oft auffüllen, wie man möchte, also wirklich unbegrenzt. Und wir haben es leider zu spät gesehen. Ja, aber. Beziehungsweise wir haben nicht richtig geguckt. Genau, wir haben nicht richtig geguckt. Aber macht das auf jeden Fall. Direkt, wenn ihr den ersten Refresh and Refill Stand seht, kauft euch das auf jeden Fall. Weil das ist auf jeden Fall viel günstiger, als wenn man Flaschen die ganze Zeit holt. Da gibt es richtig viel Auswahl, auch an Getränken, zum Beispiel Sprite, Fanta, Eistee gibt es da glaube ich auch. Wasser, also es gibt wirklich viele Sachen. Also Leute, ich fand alles, also allgemein so die ganzen Bahnen und wie es gestaltet war und so, fand ich sehr, sehr schön und richtig, richtig cool. Also es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Und nochmal danke an Legoland für den tollen Tag. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Es lohnt sich auf jeden Fall sehr, hier hinzufahren. Ich kann es euch auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich glaube, da bin ich da schon längst zu Hause, merke ich gerade. Naja, tschüss!